Hallo, liebe Zuschauer und guten Morgen. Ja, wir sind gut angekommen hier in Rayong in unserer Unterkunft. Einen kurzen Rückblick mit der Reise. Also so zwei, drei Reiseziele sollte man unterwegs anstreben. Ansonsten ist die Strecke zu lang. Ich bin jetzt von Hua Hin bis nach Rayong 4,5, knapp 5 Stunden gefahren. Er hat mich denn auch in Bangkok leider verfahren, weil ich nicht die Anweisungen richtig verstanden habe von Google Map, von einer jungen Dame, die sagte rechts und da war eine durchgezogene Linie. Ich dachte, da darfst du nicht drüber und schon war ich im Berufsverkehr in Bangkok. Das war natürlich ein Highlight, da wieder rauszukommen. Aber das hat eigentlich ganz wunderbar geklappt. Zur Reise, wenn man nach Bangkok reinkommt, da sind dann auch Mautstationen. Da bezahlt man für einen Streckenabschnitt über mehrere Kilometer 50 Baht. Man darf da auch schneller fahren, bis zu 120 Stundenkilometer. Und dann war eine Stelle, dann bekam man so eine Scheckkarte und da wurde wohl danach abgerechnet, wie lange man die private Straße benutzt hat. Und da haben wir dann 100 Baht bezahlt. Es ging eigentlich. Die Straßen sind hervorragend, muss ich sagen. Durchweg war ich sehr positiv überrascht über die Straßenverhältnisse von Samui, von Don Sac aus, bis nach oben, oder hier bis nach Rayong. Zweispurig, vierspurig und auch achtspurig teilweise. Und sehr viel Industrieanlagen. Rechts und links, wenn man nach Bangkok reinkommt, dann merkt man schon, da ist man in einer Weltmetropole. Ich habe ja hier auch ein paar Bilder diesbezüglich eingeblendet. So, wie wir nach hier gekommen sind, haben wir leider einen kleinen Schock bekommen, weil der Pool, der ist noch immer nicht bereit, der ist also grasgrün. Ist also schon lange außer Betrieb und wir hoffen jetzt, dass in den nächsten Tagen da sich was tut. Also heute hat sich noch nichts hier getan. Wir sind hier mit 4 Parteien in den Häusern, also er ist komplett ausgebucht. Da muss ich eigentlich was tun. Ich bin heute Morgen mit dem Jam hier mal die Anlage abgegangen. Sie ist neu, also die Häuser sind alle Erstbezug. Und auch das, was ihr jetzt hier seht, an dem großen Teich, diesen Ausleger, das ist alles ganz neu.
gehört habe, das ist alles vor 2 Jahren, wie Covid dann eben halt kam, ist das eingefroren worden, die Investitionen, was man ja irgendwo nachvollziehen kann, weil ja auch da kein Geld reinkam. Aber ja, das muss, sollte sich jetzt jedenfalls ändern in dem Monat, wo wir hier sind. Was uns auch ein bisschen schockiert hat, dass also kein Wi-Fi hier ist und ich brauche ja Internetanschluss. Die haben alle keins und ich habe heute jemanden an der Hand gehabt, der hat mir also geholfen, weil ja mein großer Tower funktioniert nicht mehr. Den habe ich also ausgepackt gestern und dann blinkte nur noch an, aus. Und wir sind dann nach Rayong reingefahren zu einem Spezialisten. Ja, hallo liebe Zuschauer. Ja, ich bin jetzt hier in einem Shopping Center. Ihr glaubt es nicht. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass der Computer kaputt gegangen ist. Ich habe jetzt einen Freund von Michael gefunden. Der kennt sich hier aus, den Computer reparieren zu lassen. Wahrscheinlich ist das Netzteil da kaputt. Aber so geht es eben halt. Aber der Suzuki hat durchgehalten, nur der Computer nicht. Ja, jetzt hoffe ich, dass es repariert werden kann. Ansonsten sieht es natürlich schlecht mit den Filmen aus. Ja, ich bin hier in einem Shopping-Center im unteren Bereich, wo nur Computerläden sind. Und auch dieser Repair-Shop, wo ich gerade bin. Also es hat sich gerade herausgestellt, dass wahrscheinlich nicht das Netzteil kaputt ist. Und jetzt wird nachgesucht, was los ist. Ja, ich habe gerade die Schreckensbotschaft erhalten, dass wahrscheinlich das Motherboard einen Knacks bekommen hat. Das wird so um die 3.000 bis 5.000 den Kosten etwa. Aber ich kann den Shop hier erstmal empfehlen. Morgen bekomme ich einen Telefonanruf und dann hat er wirklich alles losgeschickt, ob das Motherboard jetzt kaputt ist. Aber ich muss es ja machen, denn ich kann euch ja nicht in den Stich lassen. Ich muss ja weiter Filme produzieren für euch, damit ihr weiter von Thailand träumt. Ich kann wahrscheinlich diese Nacht nicht gut schlafen. Aber ich habe mir gedacht, lieber der Computer, dass der kaputt ist hier, als dass unser Suzuki den Geist aufgegeben hätte. Da hätten wir ein viel größeres Problem gehabt. Der Suzuki ist tadellos gelaufen, muss ich sagen. Bin super zufrieden mit ihm, auch mit den Verbräuchen. Wasser nur einen halben Liter, 1200 Kilometer und an Öl nachkippen, brauche ich gar nicht zu denken. Ist also noch immer in der Range vom Ölmessstab. Kann ja also sehr zufrieden sein. Ja, kein Wi-Fi. Da haben wir dieses hier gekauft. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist so eine Blackbox. So ist nichts anderes als ein Handy, kann man sagen, was das Signal hier empfängt in ringsrum und das dann als Router imitiert. Und wir können also jetzt auch darauf zugreifen, zum Beispiel die Kamera, die ich ja gekauft habe, um Gem zu überprüfen. Den kann ich denn jetzt also da mit der Kamera dann jetzt natürlich auch beaufsichtigen, wenn irgendetwas sein sollte, wenn wir nicht da sind. Ja, liebe Zuschauer, jetzt gucken wir mal nach dem Motor. Wir sind insgesamt 1200 Kilometer gefahren. Wir sind ja 940 Kilometer etwa nach hier und da sind wir ja noch kreuz und quer hier in Thailand rumgefahren. Schauen wir mal, wie der Vitara das überstanden hat. Schauen wir erstmal das Wasser. Das Wasser ist noch ein bisschen Zentimeter übervoll, also da war zu viel Wasser reingekommen. Das ist normal. Ein bisschen fehlt. Das ist wahrscheinlich in ein Ausgleichsgefäß gedrückt worden. Das ist okay. Jetzt gucken wir mal beim Öl. Ja, das ist auch noch okay. Ist vielleicht ein Zentimeter drunter. Also für so einen Motor kein Problem. Also können wir das abhaken, dass wir kein Autoproblem haben. Wir haben ein anderes Problem.
Ja, ich habe gestern festgestellt, uns fehlen noch so ein paar Dinge, wie zum Beispiel den Ventilator, ein Abfalleimer fehlt noch und andere kleine Dinge. Dann fahren wir jetzt mal zu einem 20-Baht-Shop. Entweder fragt man seinen Freund, wo das ist, oder man guckt in Google Map einkaufen und da bekommt man dann den Hinweis, wo man hinfahren muss. Und wir fahren jetzt zu einem 20-Baht-Shop. Ja, ich muss sagen, ich weiß ja auch nicht, wo was ist. Mal einen Ventilator von Jam ausschalten. Und daher ist es natürlich gut, wenn man in Google Map das finden kann. Meistens, wenn man irgendwo einzieht, dann fehlt, wie zum Beispiel der Wasserkocher fehlte hier, ein Stuhl und ein Tisch. Das kann man alles in 20 Baht Shop kaufen oder in der Makro. In der Makro kenne ich mich also diesbezüglich aus. Da habe ich also einige Tische schon gekauft. Auch von der Qualität sind die gut. Die sind so Klapptische. Ja, und da sind natürlich auch Stühle gibt es da und auch Bürostühle. Ich brauche ja eigentlich hier für meine Videobearbeitung einen Bürostuhl, aber ich will da nicht viel investieren und das ist ja nur jetzt für einen Monat. Und mal sehen, wenn wir länger hier sind, ob ich mir da einen Bürostuhl kaufe. Ja, und so geht man einfach vor. Ihr habt da eben gesehen, im Resort ringsrum habe ich erstmal mit Jam natürlich alles mir angeschaut. Das kannte ich ja auch noch nicht. Und dann geht man eben halt so vor, dass man jetzt erstmal guckt, ja, was braucht man? Und dann geht man das kaufen. Man sieht dann hier rechts und links, hier ist zum Beispiel ein Obstladen, da hinten war eine kleine Tankstelle. Und so wird dieses, ich sage immer, wie ein weißes Blatt ist, dass man weiß, kennt hier gar nichts, wo es was gibt, wird das immer voller und voller, der Umkreis. Und so lebt man sich eben halt ein. So, lasst euch nicht von der lauten Musik erschrecken. Also hier sind wir an einem sehr großen 20 Baht Shop. Die gibt es überall hier in Thailand. Da bekommt man alles für kleines Geld. Ihr braucht ja keine super Qualität, die könnt ihr auch nicht hier erwarten, aber zu einem vernünftigen Preis. Ich lasse mal die Kamera mitlaufen, dann habt ihr mal so einen Überblick, was ihr hier alles bekommt. Also ich brauche auf jeden Fall einen Abfalleimer. Da kreuzen wir jetzt mal hier durch. Also der ist ja wirklich gigantisch. Da hinten ist schon die erste Verstopfung. Gehen wir mal durch. Da müssen wir also zu den Behältnissen kommen. Da sind schon Behälter, Schreibwaren, Kuscheltiere. So, jetzt sind wir mal hier im Hauptgang und dann können wir rechts und links reinschauen. Oh mein Gott, der ist riesig, muss ich sagen. So einen großen haben wir also bei uns in Samui nicht. Schreibwaren sind da. Hier bekommt man auch Porzellan, sehe ich. Ah, ich möchte was für die Zahnbürsten haben. Ups. Müssen wir mal gucken, ob wir hier was finden. Ein Gläschen. Also mit dem Einkaufswagen hier durchzukommen, den kann man jetzt schon vergessen. Ich brauche also so ein kleines Schälchen. So, da kann man dann die Zahnbürsten reinlegen von der Elektrozahnbürste. Hier bekommt man Spielzeug. Brauchen wir ja nicht. Haben wir schon hinter uns. So, hier kommen wir in eine Plastikabteilung. Da kann man eher einen Mülleimer finden. Ach, schaut mal, alles Plastik. Da werden wir doch fündig. Da müssen wir einen Mülleimer finden. Die sind natürlich offen. Und da will ich einen nehmen für die Wäsche. Toilettenbürste und Handseife.
Hier haben wir Toilettenpapier, Preise stehen da nicht dran, 35 Baht. Also hier werde ich wahrscheinlich nicht das letzte Mal reingekommen sein. Also wer hier nichts findet, ist selber schuld. Sabadee Kap. I need this here. Two. So, die eine Verkäuferin hat das an der anderen weitergegeben in Thai. So, und die zeigt mir jetzt, wo die Toilettenbürsten sind. Da sind wir da glatt vorbeigelaufen. So was Einfaches zum Beispiel. Wir sind ja nur einen Monat da, wir haben zwei Toiletten. So, ja, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, was es da hier so alles gibt. Eine ganze Menge. Und hier kann man die Grundausstattung sich anschaffen. Und man bekommt immer wieder eine Hilfe. Entweder nimmt man sein Handy oder man kann Thai. So, jetzt werde ich hier mal bezahlen. Ja, das waren so die ersten Grundeinkäufe. Also da kann man alles das kaufen, was man so im Haushalt braucht. Und auch Lebensmittel in kleineren Abpackungen. So, jetzt geht es ja darum... Man braucht ja auch wieder Geld, ein Geldautomat. Also da kann ich nur empfehlen, dann geht ihr in Google Map und die Location, wo ihr euch gerade aufhaltet, da klickt ihr dann drauf und dann gibt es dann auch die Rubrik oben Geldautomat. Und da klickt ihr einfach drauf und dann wird euch der nächste Geldautomat angezeigt, wo ich jetzt hinfahre. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das die gelbe oder die grüne, ist ja die Kasikon Bank ist. Wo ich mein Konto habe, keine Ahnung, aber erst ist es ja mal wichtig, dass man wieder Geld hat. Man kann auch von den anderen Geldinstituten Geld abheben, wenn man hier ein Konto oder ihr von Europa noch ein Konto habt, das ist also kein Problem. Ihr müsst also nur Bearbeitungsgebühr bezahlen. Nicht, wenn man jetzt also bei der eigenen Bank ist. Und ich glaube, bei mir ist es auch so, ich kann die grüne Bank, die gelbe Bank, die hier bei uns ist, auch kostenlos Geld abheben. Und da fahren wir jetzt mal hin. Ja, eine Stelle gibt es auch noch, wo man Geld bekommen kann. Meistens, das ist bei 7-Eleven oder an Raststätten. Hier, also hier ist zum Beispiel eine und da ist auch die grüne Bank, was ich ja eben gesagt habe, das ist die Kasikon. Und da werde ich jetzt mein Geld abholen. So, ich habe jetzt wieder Geld, das ist ja ganz wichtig überall auf dieser Welt. Und bleibt dran, ich werde weiterhin euch Tipps geben, wie ihr als Einwanderer hier zurechtkommt. Okay, bis zum nächsten Mal, tschüss.